Ja, hallo und willkommen, Freunde des gepflegten Computerschachs und all jene, welches noch werden wollen. Mephisto MM5, 15 Minuten für die ganze Partie gegen Seitig Corona 2. Das ist ja Corona 2. Seitig Corona im Edelholzgehäuse des Corona. Naja, das, wenn ich mir den so ansehe, sieht das so aus. Übrigens, das hier ist hier ohne den Holzrahmen, die Emo-Darstellung. Das sieht mir so aus, als würde ich hier ein Kunststoffgerät nehmen und würde einen Holzrahmen drum machen. So einen Eindruck macht das auf mich. Im Edelholzgehäuse des Corona. Zudem handgefertigte Edelholzfiguren mit einer Königshöhe von 65 mm gehören, steckt ein Programm von erheblicher Spielstärke. Die Zugeingabe erfolgt über Magnetsensoren. Die Zugeingabe ist aufgrund der 64 Felddioden des Gerätes leicht erkennbar. Auch schon Quaderlampen. 64 Spielstufen garantieren die Erfüllung jedes denkbaren Spielwunsches. Also das glaube ich kaum, also die Geräte hatten das nicht. Also ich kann zum Beispiel nicht eingeben 5 Minuten plus 3 Sekunden Increment, weil ich ja die Züge des Gerätes ausführen muss. Da bin ich mir beim Vancouver bin ich mir da gar nicht so sicher, ob der Increment hat. Wenn das theoretisch machen kann. Also quasi dann so macht, manche machen ja, für Turniere ist das dann, dass sie die Zugeingabe mit berücksichtigen, dass die Geräte nicht auf Zeit verlieren, weil man die Züge eingibt oder was auch immer. Besondere Handicap-Stufen lassen sich den Corona auch für Einsteiger geeignet erscheinen. Die Öffnungsbibliothek umfasst die standardmäßigen, ich sehe natürlich nicht standardmäßigen, aber die 100.000 Einzelzüge. Der Corona ist in der Lage, 10-zügige Mattprobleme zu lösen. Die LCD-Anzeige bietet umfassende Informationen über den Zeitverbrauch, die Stellungsbewertung, die Hauptvariante und die Rechentiefe und vieles mehr. Corona kann über Netz- oder Batteriebetrieb betrieben werden. Was ich interessant finde, es sieht in der Emulation zumindest aus, auf dem Bild hier ist das ein bisschen klein. Das sieht immer in der Emulation so aus, als hätte man, als wäre es ein Display, aber zweizeilig, LCD-mäßig. Das sind 2, 4, 5, 2x5, 2x5 Stellen und ist so eine Schachuhr abgebildet, das irritiert mich ein bisschen. Ich kann der Vollständigkeit habe den MM5 hier, was gab es den MM5 hier eigentlich? MM4, Polga, den MM5 gab es hier in diesem Prospekt hier noch gar nicht. Deswegen können wir auf den gar nicht eingehen. Ich glaube, man könnte über den MM5 das gleiche sagen wie über den MM4. Das Modul MM4 enthält ein sehr starkes Schachprogramm, das sich durch umfangreiches Schachwissen und einen positionellen, geprägten Spielstil auszeichnet. 18 Spielstufen und 8 Countdown-Blitzstufen bieten eine durchaus ausreichende Auswahl. Das Programm ist in der Lage, 8-zügige Mattprobleme zu lösen und besitzt eine zeitlich nicht begrenzte Analysestufe. Die Rechentiefe liegt bei maximal 16 Halbzügen. Eine 500 Varianten, 3000 Positionen umfassende Öffnungsbibliothek runden das Programm ab. Aufgrund des besonderen Schachprogramms ist der MM4 auch für Einsteiger geeignet. Das könnte man auch ungefähr von MM5 sagen. Die Level und alles ist alles gleich. Der war nicht schlecht, wenn man den damals hatte. Also ich hätte damit damals gerne Blitzpartien gespielt. Sich quasi auf Blitzturniere vorbereiten, dass man mal sieht, wie taktisch schlagkräftig man ist, wenn man dann in den Testpartien quasi anfängt, eine Puppe nach anderen einzustellen, dann sollte man vielleicht nicht unbedingt den taktischen Holzhammer in Partien rausholen. Wie gebe ich denn was hier? Ich gebe dem, können wir mal kurz klicken, spielt er von unten nach oben, von oben nach unten. Das Spiel von oben nach unten, das ist jetzt ungünstig. Wir können es einfach so machen, New Game. Dann mache ich seinen Springer F3. Und nehme seinen, ich kann ja mal kurz gucken, was er hier spielt auf Springer F3. Natürlich alternativlos D7, D5, wer hätte es gedacht. Dann geht es irgendwie Take Back. Oder nimmt man den einfach zurück? Ah ja, genau. Dann nochmal auf.
Mich irritiert es immer, wenn die keine Klee-Tasten haben. Ach, shit, Mist. Der hat gar keine Take-Back-Funktion. Das Problem ist dann, dass ich hier... Sitz irritating. Shit, Mist. Ich weiß einfach nicht, wie ich den Zug zurücknehmen soll. Das ist mein großes Problem jetzt hier. Ich kann C7, C5 zwar zurücknehmen, und dann will er den nächsten Zug aber auch zurückgenommen haben. Stopp vielleicht? Der Stopp ist Stopp und dann will auf Go. Wie hindere ich denn jetzt da auf Normal vielleicht? Auf Normal. So, D7, D5 kann es jetzt losgehen. D4. Springe F6. Ja, trotz HG550 ist das jetzt hier nicht sehr variantenreich. Ich könnte mir vorstellen, die haben einmal eine Bibliothek gemacht mit 100.000 Zügen. Und dann haben die Eröffnungsbibliothek immer weitergereicht. Das heißt von... Behaupte ich einfach mal. Ihr könnt ja mal schreiben, ob es anders ist. Und dann haben die diese Bibliothek halt für alle genommen. Also für den Maestro, für den Analyst, für den Simultano, für die Corona. Das ist, könnte sein, dass das alles die gleiche Eröffnungsbibliothek ist. Man sieht ja jetzt hier, die 100.000 Züge sind jetzt auch nicht so bahnbrechend groß. Dass er jetzt schon wieder aus dem Buch draußen ist. Was ich ja mal recht witzig fand, das ist, da hat der Novak Diamond, war das, meine ich, jede Polga, da hat der Diamond erstens G2, G4 gespielt. B8, C6. Ob ich mit D5, Läufer G2, Läufer G4 schlägt C4. Ich meine, nur Primo war das, der war nach Läufer G4 schlägt aus dem Buch und spielt Springer C3. Also auch schon ganz weird. Corona 2. Ja, das wird für den Holzrahmen nicht mit dargestellt, damit das Ganze dann nicht in der Darstellung nicht zu klein ist. Das war wieder die Überlegung hier. Wo leuchtet es denn? Hä? Play. Ach, Rochade. 0-0 und Batubitz ist alles okay. A7, A6. Ja, der MF5 ist auch im Buch drin. Und der Corona 2 mit seinen angeblichen 100.000 Eröffnungspositionen. Ist nicht mein Buch. Schon merkwürdig. Der Simultano hat ja auch 100.000 Züge. Beim Simultano kann man auch das... Gut, das ist ja mit dem Endgame rum in der Emulation. Beim Corona kann man... beim Simultano kann man auch das Endgame rum nachrüsten. Aber was hast du dann davon? Ich tippe mal, wenn dann das Endspiel zustande kommt, König, Bauer, also nur bei blockierten Bauern. Man fing an auf D4, an auf D5, also weiß D4, schwarz D5. Dann hat das in der Bibliothek drin. Deswegen ist natürlich hier. Ich glaube eher, das war wohl eher der Gedanke, der erste Schachcomputer mit in Endspieldatenbank zu sein. Das war wohl eher der Gedanke, die Innovation sozusagen. Wir hätten vielleicht mal in das Material besser investieren soll. Na gut, den. Sei es wie es sei. Zack. Was ich mich frage, warum gibt es eigentlich keinen YouTube-Kanal, wo man den Leuten erklärt, wie die Sachen repariert werden? Könnte man ja auch machen. So, Redkontakte wechseln oder sowas. Ich habe jetzt zwar ein Lötset, aber ich habe immer noch nicht rumgelötet. Müssen wir mal ein Video angucken, wie man lötet. Das gibt es bestimmt auf YouTube. Wie man das macht. Springer D7. Jetzt ist der MF5 auch nicht mehr im Buch. Da kannst du einfach mit F2, F4 decken. Zum Beispiel. Ich dachte erst, der weiß jetzt den Bauern mehr. Das hat sich einfach verschoben.
Schwarz hat dadurch auch am Damenflügel mehr Bauern, also einen Freibauern, den er sich theoretisch bilden kann im Endspiel. Macht er bestimmt F2, F4. War bestimmt kein schlechtes Gerät, der Corona. Und das müsste eigentlich Julio Kaplan sein. Weil es ist eigentlich, kenne ich das nur so, dass wenn die Endgame-Roms mit dabei sind, dann ist es Julio Kaplan. B7, B5. D1, F3. Und da hier, wollte morgen, war ich bei Computer, Schachcomputer Info auf der Seite. Da spielt der, ich meine das London-Gerät, die mit London-Update, das Teil von Richard Lenk. Oder ist das der Berlin? Ich meine der Berlin. Meine ich so, auf jeden Fall 16 bis 12 MHz. Gegen den 32 bis 20 MHz von Fidelity. Ich weiß nicht, ich finde das immer komisch, wenn Stockfish als Analyse-Engine benutzt wird. Dann ein Fragezeichen jagt das nächste, dann drei Fragezeichen. Und zwei Fragezeichen, wieder ein Fragezeichen, wieder zwei Fragezeichen. Das ist natürlich klar. C4, D3. Ich weiß nicht, wie weit das sinnhaft ist, dann Stockfisch darauf anzusetzen, das Analyse-Engine. Ist klar, dass die Züge alle Schrott sind. Mein Stockfisch gewinnt gegen Magnus Carlsen. Dann würde es auch vollkommen ausreichen, irgendwie Fritz 19 oder sowas zu nehmen. Oder whatever. C4, oder glaub, da würde sogar schon Fritz 5 schon reichen würde. Fritz 10, 12 oder sowas, da muss er doch nicht Stockfisch nehmen. Das ist natürlich ein Kinderturnier. Mann. Als wenn ich ein Kinderturnier austrage und tue mir einen Schachcomputer als. Schachcomputer. Und tue mir einen Schachgroßmeister als. Wohin? Sekunde, ich muss ausführen. B4. Turmin Schachgroßmeister, der das kommentiert, aber der würde das noch total ernsthaft kommentieren. Also als würden das Großmeisterpartien sein und in Wirklichkeit hätten die Kinder da Elo-Zahl von 800, 900. C3, A4. War schon ein bisschen sonderbar, dass der Berlin ungefähr die gleiche Elo zahlt wie dieser angebliche 2325, oder wie der heißt. Dieser 20 MHz. Hört sich an wie Mach 4. Wenn ich ehrlich bin. Diese 32 bis 20 MHz, ist das Mach 4 hat doch die gleichen Werte. F3H5, kleine Rochade. Ja, zumindest verhindert das die Rochade. Das geht jetzt natürlich nicht wegen Matt. Und G6, Dame H6, Läufer F8, Läufer G7 und Rochade. Das hat ein bisschen so das Problem, dass der Läufer blockiert ist. Auf der Diagonal. Gut, man kann F6 ziehen später. C8, B7. E4, B7, B8, B7, E4, B7. Ich bin immer wieder erstaunt, wie gut diese Schachcomputer emuliert werden. Was natürlich perfekt wäre, ist, wenn das nicht über die Bilder pro Sekunde gehen würde hier. Wenn man die Geschwindigkeit steigert.
kann ja mal kurz gucken, ob hier, da müssten normalerweise müssten auch hier verschiedene Megahertzzahlen möglich sein. Ja, genau, hier ist 5. Das geht bis 18 hoch. 5.626, 567, 8, 10, 12, 18. Aber 18 wäre, glaube ich, ein bisschen heftig hier. Und das sind ja so Dinge, die kann man mit einem Schachcomputer nicht machen. Selbst wenn man die 18 MHz Version hätte, dann hätte man auch nur 18. B2, B3, ja, machst du dann die aber C3? What? Ach, weil A6 hängt. Deswegen Turm C7. Ich hatte so ein bisschen gedacht, Bauer C3, dann lässt du das schon frei bauen, aber ja, bis der mal marschiert ist, vergeht auch noch Zeit. Und als sollte der Dame A6 Schlick gekommen. Hm. Ach, E3, E4, wundern mich schon. E3, E4. Ja, und jetzt hätte man noch die Chance, C3 zu ziehen. Genau, C4, C3. Hat schon mal einen Vorposten, den durchgezogenen Freibauern. Also beim Blitzen habe ich damals, wo ich den Renaissance noch hatte, öfter bemerkt, dass die Freibauern unterschätzt wurden. Dann hat man sich einen Freibauern gebildet, irgendwann im Endspiel und dadurch die Partie gewonnen. Da hatte ich ja den... Das wäre ein Rückkehr. Der Rückkehrer des Jahrzehnts quasi. Der Renaissance mit Maestro D. Oder Galileo mit Maestro D. A3. Genau, A5. Also das dauert natürlich noch ein bisschen, bis sie bauen sich überhaupt in... Bevor dieser Freibau wirklich gefährlich wird. Also es hemmt natürlich ein bisschen das Spiel und der Spring auf A4, der hat jetzt, der hat momentan, der ist gedeckt, der hat zwar keine Felder, ist aber zumindest gedeckt. Das hatte ich mal in der Fidelity-Partie, der hatte auf C7 Springer stehen, der war zwar gedeckt, aber er hatte keine Felder und irgendwann fiel dann die Deckung weg und in dem Moment hing der Springer und war auch nicht zu retten. Das hatte der auch nicht gesehen. Das Normale ist quasi hier clear bei dem Gerät. Ich habe gerade gar nicht dran gedacht. Aber praktisch ist natürlich, dass man die Züge einfach mit Zugrücknahme macht. Also man muss nicht Take Back oder sowas drücken. Damit C8. Lepo, trägt doch noch einen Schluck. Ja, Dame A5 steckt, Turm A7 steckt ja die Dame an. Die hat ja keine Felder mehr. B4 ist ja gedeckt. Deswegen muss er schon woanders hin. Jetzt machen Dame. Genau, Dame B8. Man kann natürlich auch die Damen tauschen. Dame B8, Springer B8. Dieser Doppelturm war, weil Schach war. A3 schlägt B4. Ja, da kann man doch eigentlich nur mit dem Bauern wieder nehmen, weil die Tasse woanders hinstellen. Gestern war ich jetzt wieder arbeiten. Urlaub war vorbei. Das ist jetzt aber kein Job, der mich so ankotzt, dass ich mich ärgern würde, wieder arbeiten zu müssen. Ist halt so. Jetzt ist nächste Woche, ist der 3. Oktober, das Feiertag. In der Woche vom, weiß gar nicht, wann ich Geburtstag habe. Am 24. habe ich Geburtstag, 24. Oktober. In der Woche habe ich auch Urlaub. Müsste das nur auf die Reihe kriegen zu streamen. Na, was hättest du dann davon? Wer würde sich diesen Stream überhaupt angucken? Ich glaube, das Wichtigste, was man für den Stream haben muss, sind zwei Dinge. Man muss einen Rechner haben, der das schafft. Und man muss eine Internetgeschwindigkeit haben, die das schafft. Da müsste ich quasi, da könnte ich ja eigentlich nur zu Zeiten streamen, wo wenig los ist. Das heißt, das würde keinen Sinn ergeben, jetzt meinetwegen am Feiertag zu streamen, wenn viele Leute im Internet sind. Dann ist das immer problematisch.
glaube, diese YouTube-Kanäle, die da am Stream sind, so wie Domtendo oder Montana Black oder sowas, ich glaube, die haben keine normale Internetleitung. Das gibt so eine Premium-Sache, gibt es wohl. Und die haben die, dass die dann schneller unterwegs sind, FEG5. Turm G8, interessant, das ist schwarz. Ja gut, das ist hier da eh keine Dame mehr auf dem Brett. Also die Matt gefeilt sich um Grenzen. H4, H6, ja. Ist nicht leicht. Ich kann jetzt natürlich den Corona 2 jetzt nicht hier 18 MHz geben. H2, H4. B8, D7. Ich habe ein Bulletin, habe ich da, der Galileo oder wer war das? Jedenfalls spielt seitdem mit so einem 18 MHz Gerät mich jetzt nicht so wahnsinnig erfolgreich. Das ist das Problem. E3, D4. Da deckt sich den Bauern halt ab. H7, H6. Ja, das Problem ist, schwarz gibt jetzt ganz schön viele Bauern dafür. Gut, wenn du auf H6 nimmst, dann kommt Läufer H4, schlägt. H6 ist auf Dauer eh sowieso weg. Irgendwann schwindet das Material so stark, dass dann... Manchmal alle, die Bauern tauschen sich, die Schwerfiguren tauschen sich, die Leichtfiguren. So fast, und dann gibt es halt einen Springer, Läufer gegen zwei Bauern, und dann mit einer Leichtfigur kannst du auch nicht gewinnen. Mit Leichtfigur König. G5, H6, der links, okay, mache ich mal. Läufer H4 schlägt. Vielleicht gab es einfach nichts Besseres. Schade, dass hier keine Preise drin stehen. Diesen Prospekt hier. Schachversand Nord. Chessbase, Wissen ist matt. Wichtigsten Eröffnungen für Schach, also Begriffe A bis Z hier, oder was das auch ist. Schachcomputer Test Report. Okay. A4, B6. Der wird weggenommen. Ja, da muss ich sehen, Schach kann er nicht geben. Ich sehe also keinen anderen, außer den wegzunehmen. Läufer schlägt B6. I don't see another move. Dann mache ich den mal. Macht er auch. Läufer schlägt B6. Fidelity Mephisto Phantom. Turm C8. So, es ist gefolgt. Wir gucken staunen. Turm A1, A7. Ist natürlich problematisch, das Ganze jetzt noch zu gewinnen hier. Turm F8. Okay. Gewonnen. Gut, Läufer C5 ist nicht möglich. Es ruft ja wieder sowieso C2. Das heißt, Läufer C7. Bauer C2. Läufer D6. Da kannst du ja nicht machen. Kommt C1 Dame. Das ist ein Problem jetzt hier. Jetzt droht H8 Dame. Und dann Turm F7 schlägt. Schüttel deinen Ei rein für mich. Läufer E7. A7, C7, Jesus. Wer lesen kann, ist kein Vorteil. Den würde ich tauschen, damit
diese ganze Show auf F7 nicht mehr droht. Da kannst du den Läufer wieder ziehen. Wegnehmen, der Läufer nimmt, Läufer C5 Schach. Da muss der König ziehen, Turm H8. Das könnte man, also ich finde den Turmtausch gar nicht so gut für Weiß. Da nimmt man das sofort weg hier. Da bedankt man sich doch noch. Da holt man den bunten Stift raus und den Einzug macht man dann. Also, das wäre auch eine Idee. So ein verschiedenfarbige Kulis mitnehmen. Züge, die man meint, die nicht so gut sind für die Gegner, die macht man, schreibt man rot. Gute Züge für sich schreibt man grün. Und normale Züge schreibt man schwarz. Oder Partieformular aus Schwanzleder mitbringen. Um Eindruck zu schinden. König H1. Jetzt kannst du ja Turm H8 machen. Also der Turmtausch war überhaupt nicht gut für Weiß. Ich mal ehrlich bin. Jetzt hast du ja gar nicht. Dadurch hat man ja gar nicht mehr. F7 dieser Druckpunkt, das war doch das, was hier. Ja, das, was es gebracht hat, sozusagen. Tja, was willst du jetzt machen? Schwarz kann einfach Turm A8 ziehen. Genau, Turm A8, der H7-Bauer fällt damit Schach. Sollte mal rüberschleichen, mein Telefon mal langsam von seinem Silent-Modus da befreien, falls mal was kommt. Ja, genau, zieht sofort. Was zieht man denn sofort? König H2. Yo. Hey, ho, hey, das droht ja matt. Turm FD1. Ich glaube, da ist der Ofen schon aus hier. Das kannst du vergessen für Weiß. Also, man könnte sogar. Ah, es droht dieses Scheiß Turmschach. Also, Turm H7 schlägt Schach. Ich dachte, Läufer F2, aber das ist natürlich ein Rockkrepierer wegen Turmschach. Ja, ich würde den Bauern erstmal mit Schach raushauen. Schach ist Schach ist Schach. Muss ich mit dem König nach G3 ziehen. Und jetzt macht einfach Bauer das total gewonnen. Jetzt machst du einfach Bauer C2. Aber ich glaube, die Türme mussten auf dem Brett bleiben. Für Weiß. Damit man H8 Dame und Turm F7 schlägt rot. Ist auch schon so lange her, dass Dalipo sich nicht daran erinnern kann, ob das erzwungen war. Ja, erstmal einen Schach geben, was auch wieder Schrott ist. Ach, König E7. Ach, Läuferschach hat er gar nicht, weil der Turm dann hängt. Wenn der Turm gedeckt wäre, wäre das sogar matt. Wenn. Jetzt droht er erstmal geschmeidig Läuferschach und dann ist der Bauer eh weg hier. Das kostet trotzdem den Turm. C1 Dame. Dann machst du Läufer D6 Schach. König D7. Turm C1, Läufer C1 ist trotzdem total verloren. Ich glaube, der Turmtausch, das war das, was verloren hat. Weiß ich, ob der H8 Dame nicht gegangen wäre. Ach man. Ach, mein Gedächtnis ist schon wieder am Erlahmen. Läufer F. Ach, Läufer ist Schach. Okay. Und warum das Ganze? Ah. Wieso verstehe ich das nicht? König F4, C1 Dame. Das ist ein Programmierfehler, den wir hier gerade erkennen. Das ist denn. Was soll das denn sein? Hä? Es ist ja trotzdem Läuferschach und. Was ist das für ein Schrott? Also erstmal die Dame hinstellen. So, und dann kann ich die Dame durchziehen. Ach, es ist mit Schachgebot. Deswegen. Jesus. Der Lippo ist so blind wie ein Rind. König F3. Deswegen, weil dann das. Die Dame mit Schach umwandelt. Hätte sie gar nicht nehmen können, den Läufer. Einfach König F3. Weil König F4 steht, war schon sehr merkwürdig. Ich frage mich, hätte man da nicht irgendwie König F3 ziehen können? Dass wenn dann C1 Dame kommt, da kommt Läuferschach und Turm C1 schlägt? Wahrscheinlich also sowieso pleite. Dann kommt der Läufer C1 schlägt. Meine Güte. König D7. Warum? Warum gibt da jetzt nicht irgendwelche Schachgebote? Ich habe noch mehr Material. Also, da muss doch. Meine Güte, Schluck auf, Schluck auf, Schluck auf. Danke, danke, danke.
Da muss doch irgendwo matt drin sein, wenn Weiß jetzt mit Schachgeboten anfängt. Gut, es mangelt an Turmschachs, sagen wir es mal so. Das können wir sowieso mal gut sein lassen hier. Also Schwarz hat, wenn Schwarz jetzt den Läufer einfach schlägt, da hat er die ganze Dame mehr. Dame D1 Schach. Geht er jetzt doch seine Matt-Vibes oder wie? Turm F König F2. Der Turm H1, dann Dame E1 Schach. Dame C2 Schach. Was soll das werden hier? Oh, Mann, kann man Schuck auf mal abhauen. Das musst du doch sowieso nehmen. Da gibt es Dame C3 Schach. Materialistisch ohne Ende. König F4. Kannst du da auch für sich auf Turmschach machen? Turm H4 Schach. König G5, Dame G3 Schach. Das wird doch bestimmt jetzt matt. Gut, auf jeden Fall Turm H4 Schach geben. Turm G7. Jesus. Was ist denn der Grund, warum Turm H4 Schach nicht gemacht wird? Was machst du denn darauf überhaupt? Turm H4 Schach. Was ist denn überhaupt theoretisch? Ja, G4, okay. Mann. Ja, Rot Dame G3 matt. Da muss man schon G4 ziehen. Genau, G4. Und jetzt wird doch der Läufer geschlagen. Und ich breche jetzt auch hier ab, als das ist jetzt hier User-Entscheid. Es ist die ganze Dame mehr. Und dann hast du ja immer noch den Freibauern. Du kannst also mit der Dame den Bauern unterstützen. Du holst dir eine zweite Dame. Und das ist dann doch so extrem gewonnen, dass ich dann hier wegen nicht zu überstrapazierender Videospielzeit dann abbreche. Ja. Ich glaube, dieser Turmtausch, das war, glaube ich, der Wendepunkt der Partie. Man musste auf F7 den Druck aufrechterhalten, dass man dann da was drohen könnte. So, und ich bedanke mich fürs Anschauen und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.